die Risikoanalyse. Eingangsgröße stellt natürlich wiederum dar, was wir im Schritt davor geleistet haben, die Fehleranalyse. Bei der Risikoanalyse geht es darum, die Qualität der vorhandenen oder der geplanten Maßnahmen zu bewerten. Wir haben zwei große Kategorien für Maßnahmen. Wir können Vermeidungsmaßnahmen definieren, um die Auftretenswahrscheinlichkeit der Ursache-Fehler-Beziehung zu minimieren. Und wir können und müssen ergänzend Entdeckungsmaßnahmen definieren. Dafür gibt es jeweils ein Bewertungsschema. Das ist sehr neu an der 7-Schritte-Methode. Es sind Tabellen geschaffen worden, Kataloge, um die Auftretenswahrscheinlichkeit und die Entdeckungswahrscheinlichkeit zu bewerten. Jetzt formuliere ich aus meiner Sicht zwei ganz entscheidende Sätze, um diesen Schritt richtig auszuführen. Der erste Satz lautet: Die Auftretenswahrscheinlichkeit, der sogenannte A-Wert, ist eine Qualitätsbewertung der zur Rede stehenden, in Rede stehenden Vermeidungsmaßnahmen. Und auf der anderen Seite, der E-Wert, die Entdeckungswahrscheinlichkeit, ist eine Qualitätsbewertung der in Rede stehenden Entdeckungsmaßnahmen. Und mit diesem Blickwinkel sollten Sie dann zum einen die Maßnahmen definieren und zum anderen deren Wirksamkeit, deren Fähigkeit bewerten. Es gibt einen dritten Faktor, nämlich die Bedeutung der Folgen. Hier ist es wichtig, saubere Kundenkategorien zu besitzen. Kundensicht 1 ist mein eigenes Unternehmen. Hier finde ich im Katalog Bewertungen, die den Schaden spezifizieren, der für unser Unternehmen entsteht, wie Ausschuss, Nacharbeit, Mehrarbeit im Projekt. Die zweite Kundensicht ist der Systemintegrator, das Montagewerk, wo wir unsere Ergebnisse hinliefern. Hier wären Folgenformulierungen, Mehraufwand in der Montage, lässt sich nicht montieren, Rückweisung im Wareneingang. Die dritte Kundensicht ist der Nutzer des Gesamtsystems, der Autofahrer. Hier haben wir völlig andere Bewertungsformulierungen und auch Kataloge, nämlich Systemausfall, ich kann das Fahrzeug nicht benutzen. Oder Sub- oder Teilfunktionalitäten fallen aus. Ich kann das Fahrzeug zwar nutzen, aber nicht in vollem Umfang. Klimaanlage funktioniert nicht. Und eine nicht zu unterschätzende weitere Kundensicht ist die Gesellschaft. Sind wir alle ausgedrückt durch technische Standards, durch behördliche Vorgaben oder gar gesetzliche Vorgaben? Das ist die Kundensicht Staatsanwalt, die ich nenne. Hier sind tendenziell natürlich die sehr hohen Bewertungen, B gleich 9, B gleich 10, zu erwarten. Die Kombinatorik der Auftretenswahrscheinlichkeit mit der Folge, der Entdeckungswahrscheinlichkeit mit der Folge, ergeben dann zweidimensionale Matrizen, in denen Risiken dargestellt werden. Im neuen Standard sind diese in Hoch-, Mittel- und Niedrig eingestuft. Das entspricht, wenn Sie so wollen, den drei Ampelfarben. Mit der Risikobewertung haben wir die Voraussetzung geschaffen für den nächsten Schritt, nämlich wir identifizieren, ob Optimierungsnotwendigkeiten bestehen. So wie immer, und das ist wunderbar an diesem Verfahren, ist das Ergebnis des Vorgängerschrittes die Eingangsgröße für den Folgeschritt. Bei der Risikobewertung müssen wir bedenken, dass es letztendlich zwei Kategorien gibt von Maßnahmen. Also Vermeidungsmaßnahmen und Entdeckungsmaßnahmen. Die Vermeidungsmaßnahmen reduzieren die Auftretenswahrscheinlichkeit der Ursache-Fehler-Beziehung und die Entdeckungsmaßnahmen sollen, wo immer möglich, die Ursache oder den Fehler entdecken, bevor das Produkt zum Kunden geht.